Hi Leute und willkommen zurück zu Okami. Wir haben letztes Mal dieses Dorf hier betreten und die sind alle ein bisschen unglücklich. Wir haben auch keine Kräfte mehr, deswegen sieht man, wir haben keine Waffe und ja, keine Zeichen auf dem Körper. Wir möchten uns aber hier noch ein bisschen umsehen und. Ach, guck mal, wer da ist. Nein, nein, nicht das. Bei den Göttern. Ich schwöre, du wirst niemals. Es ist Susano. Er ist ein sturer Hund. Was zum Teufel macht er da? Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er vom Monster versprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Schon wieder dieser Traum. Hört das denn nie auf? Ich dachte, wenn ich in das Dorf komme. Hey, Alter, hängst du in deinen Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Hündchen und die kleine Laus. Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um das Rot irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam her, um für den Sieg im Windschrein zu beten, aber siehe da, dieser Rot irgendwas oder so ähnlich hat den Schrein besetzt. Nun, mit meinem unbesiegbaren Schwert gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen guten, durchdachten Plan machen. Nun, wo war ich? Plan? Ja, genau. Das ist doch nur deine Entschuldigung, um zu schlafen. Ja, genauso sehe ich das auch. Moment. Hier können wir doch noch buddeln. Das können wir wenigstens noch. Oh nein, wir dürfen nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Schade. Haben wir hier rechts was? Hier ist ein Teich. Aber sonst. Na komm, ist ja auch nichts. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Aha. Können wir hier hoch? Schade. Emmy möchte keine Leitern hochgehen. So, wo kommen wir hier hin? Wer bist du? Herr Bambus. Ah, der braucht Lieferung, ne? Was für ein Dilemma. Oh, was für ein hübscher Wolf. Ich stecke gerade in einem Dilemma, Wölflein. Ich bin ein Handwerker und ich arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinen Problemen belästigen, Wölflein. Handwerker Herr Bambus. Alles klar. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um dem Geschwafel eines alten Mannes zuzuhören? Ich habe immer Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Tagebene gesammelt. Aber letzte Zeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzenclan Spatzenclan. hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Oh, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als wieder meine Bambusware zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Und um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren, aber mir läuft die Zeit davon. Ah, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. In was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Emmy? Aber echt. Und das ist dein Haus? Moment, warum leuchtet das so? Wow, das ist aber ein ganz schön großer Bambus. Dieser Herr Bambus muss seine Arbeit wirklich lieben.
Ich darf leider nichts machen hier. Wahrscheinlich müssen wir erst den Fluch brechen. Dann können wir hier den Bambus fällen oder so. Zack. Da kann ich nichts machen. Verbraucht Bambussprössling. Knuspriges und leckeres Gemüse. Füllt den Magen ganz gut. Wow. Ist das so gut, das Zeug? Ich weiß es nicht. Ich habe nie Bambus gegessen. So. Aber scheint scheinbar nahrhaft zu sein. Nichts. Okay. Ja, dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder fertig. Wir müssen den Spatzenclan besiegen. So sieht das jedenfalls aus. Hops. Und... Oh, Emmy, komm. Dreh dich und hops. Sie will nicht. Sie will einfach nicht. Na, oh, wow, unsere Fähigkeit, schnell zu laufen, ist auch nicht da. Krass. Okay. Wo kommen wir hier hin? Jetzt ist wirklich Nacht, okay. Es war die ganze Zeit schon dunkel. Hier dürfen wir nicht hoch, schade eigentlich. Wo kommen wir hier hin? Können da noch rüber... Ist da oben was? Nur so ein Typ. Dann gehen wir doch da als erstes rüber. Ich glaube, hier oben geht es sonst weiter. Und dann können wir erstmal gucken, was wir abseits machen können. So, hoch dürfen wir nicht. Haben wir hier unten irgendwas? Gar nichts, wow. Okay, das hat sich schnell erledigt, würde ich sagen. Gucke ich da rechts nochmal, was in der Ecke ist. Aber sonst, glaube ich, können wir direkt schon wieder hoch. Ansehen. Leute beten zu diesen kleinen Dingern für eine sichere Reise. Sieh dir nur all das Moos an. Die müssten ja schon seit Ewigkeiten hier stehen. Ja, und nun? Kann ich damit leider nichts machen. Hui. Ach, geht ja gar nicht. So, jetzt bin ich aber auch hier schon fast durch, wa? Hi. Fusihime. Oh, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ. Und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Okay. Wow. Aha. Der saugt sie ja so aus. Was zum Henker. Du meinst, mit Fliegen kannst du... Ach, warte mal. Die haben keine Kraft. Ahahaha. Wir können doch nur beißen. Und kratzen. Okay, und wie wollen wir den da jetzt runter? Das sieht ja cool aus. Wir treten. Aha. Vom Himmel geholt. Los, Emmy. Hau ihn kaputt. Aha. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Na, war's das? Ja. Zeit war nicht so geil, aber hey. Wir hatten keine Fähigkeiten. Ich fand, dafür war das ganz gut. Ja, sauber, wir haben unsere Fähigkeit auch wieder. Bin ich von dem bösen Flug befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht, wie. Was verdammt nochmal ist passiert, euer Süßheit? Oh, seid ihr mit meiner Familie, dem Haus Satomi, vertraut? Seid ich... nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Ich
Sprich weiter, hübsche Dame. Ist und hör zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Priesterin Fusehime. Der Windschrein steht oben auf dem Kamiji-Berg. Kasegami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen. Und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unseren Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbliebene Priesterin, hier wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter all dem. Okay. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieses schreckliche Monster, Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster mit diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm. Seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie hat das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins. Er kämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Ihr Opa ist tot? Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann mich. Da kann ich die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Okay. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Hundekrieger. Aha. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient. Aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Oh Gott, nein. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind? Oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihren Aufenthaltsort aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Okay. Ein Talisman? Erhalten. Hundesucher. Ich spüre 5. Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen von Fremden gegenüber. Nicht sehr aufgeschlossen. Aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in die Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Warum gehst du nicht selber los? Überlasst das nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Emmy. Ah, er wieder. Alles klar, so. Ich möchte aber hier nochmal kurz putteln. Zack. Eine verstreute Perle. Sehr schön. Wieder eine mehr für uns. Hier ist nichts unter dem Haus. Wir können einfach mal nach oben gehen. Und gucken, was wir da noch finden. Weil wir haben das Dorf ja noch nicht ganz erkundet. Und ja, Hunde haben wir bisher auch noch nicht gesehen, würde ich sagen. Oh, da scheint der Tempel zu sein, wo wir rein müssen. Ey, mach auf da.
Erhalten ein Räuchergefäß. Der Brenner extra dafür gemacht, feinste Aromen zu verbreiten. So, und hier dürfen wir nicht rein, ne? Glaube ich, war das. Moment. So, jetzt haben wir alles. Oh, nice. Können wir hier rein oder nicht? Ja, dürfen wir. Hm. Was ist das für ein Ort? Windschrein. Ah, das ist dann... Ja, okay. Da schwebt hier gerade einer. Ich möchte mir das mal ansehen. Wer bist du? Was ist denn mit diesem Typen los? Ich kann ja durch ihn hindurchsehen. Jetzt so. Hm? Wer ist da? Wie kann es sein, dass du mich sehen kannst? Ich bin Yatsu, der hier gebundene Geist und Spuke in dieser Gegend. Es ist lange her, seit das letzte Mal jemand hier vorbeigekommen ist. Gebundener Geist Yatsu. Meine Augen haben mir den Dienst versagt. Ich kann nicht mehr sehen. An ihrer Stelle kann ich mit meinem inneren Ohr das Wahre in einer Person einschätzen. Du scheinst eine wundervolle Jungfrau zu sein. Ja. Was könnte dich bloß in den Windschrein gebracht haben? Du musst diesen Ort verlassen. Da es nicht mehr ein Schrein der Götter ist. Er ist nun verflucht und wird von einer schrecklichen Kreatur beherrscht. Hier ist kein Ort für eine Jungfrau wie dich. Gute Jungfer? Spricht er etwa von dir, Fecknall? Was ist das Lustigste, was ich je gehört habe? Was ist das? Es scheint, die Jungfer wird von einem kleinen Wurm begleitet. Beleidigt. Wird das Dorf zum Schluss doch noch sein Ende ereilen? Kleiner Wurm! Er sollte damit besser nicht mich meinen. Ich find's gut. Zu hören. Der Kamiji-Berg ist der heilige Berg über der Taka-Ebene. Er ist der Ursprung der göttlichen Winde, die einst auf das Dorf herunterbliesen und die Monster fernhielten. Aber der Wind hörte auf, als Rothelm den Schrein übernahm. Ohne göttlichen Wind ist das Dorf den Monstern ausgeliefert. Aber der göttliche Wind war nicht der einzige Verlust, der uns ereilte. Dieser Schrein enthält den Lindwurmkristall. Man sagt, er habe die Macht, den Fluch des achtköpfigen Lindwurms zu brechen. Lindwurmkristall? Warte, das war das doch. Wonach dieser mächtige Prophet gesucht hat. Natürlich weiß niemand, ob es wirklich diese Kräfte hat. Wie auch immer, der Windschrein wird von Rothelm beherrscht. Okay. Suchen wir unsere Hundefreunde. Okay, da dürfen wir nicht hin. Und hier ist auch nichts. Alles klar, dann gehen wir wieder weg. Aber wir haben hier noch was, oder? Nö. Mist. Na gut, dann sind wir erstmal hier raus und suchen jetzt mit der Hilfe von dem komischen Hundesucher die anderen vier... Fünf waren es, ne? Fünf Hunde. Und die sollen dann den Fluch hier brechen. Dann holen wir uns den Scheiß da raus, den es da gibt. So, wo müssen wir hin? Ich habe ja Affen gehört. Da sind sogar welche. Aber bevor es Tag wird, möchte ich hier buddeln. Und euch füttern. Wir sind bei 260, sehr schön. Noch 40 und wir können den Magen vergrößern. Das klingt irgendwie falsch. Aber hey. Können wir hier durch? Nö. Na gut. Wir sollen irgendwie... Nee, ich gehe lieber den Weg nochmal zurück. Und mal gucken, ob wir mit dem Hundesucher jetzt irgendeinen der Hunde finden.
scheint ein Geisterartefakt zu sein. Es kann nämlich durch Wände gehen und es wird durchsichtig. So. Ich glaube... Ja, wir kommen näher. Nein! Ah. Oh. Du musst dahinter sein. Ah, oh Mist, wie komme ich da ran? Ich muss hochlaufen und dann wahrscheinlich da runter springen, oder? Aber erstmal kriegen wir. Was? Waren das keine Hasen? Oh, von Vögel. Na gut, dann halt Vögel. Wir kommen so ein Ziel näher. So. Ich wollte aber eigentlich nach oben. Moment. Ich muss hier runter? Nee. So, wir müssen da oben rauf. So gut, dann müssen wir von hier aus jetzt darüber springen, ne? Irgendwie? Kann das sein? Oh, knapp, aber geschafft. Aha. So. Nochmal 5 dazu. Wer bist du? Oh, Moment. Was war das? Ein Dachs? Oder so? Waschbär? Nee. Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. So. Sieht aus wie ein Waschbär. Du. Was mit dir? Komm nur so. Oh, du bist der weiße Wolf, den ich Kamiki gesehen hatte. Ich bereise das Land, um die göttlichen Lehren von Buddha zu verbreiten. Es scheint so viele Orte zu geben, die Buddhas Hilfe brauchen. Ich spüre es auch hier. Eine unheimliche Kälte in der Luft. Du musst immer wachsam sein. Wie jetzt, hinter dir. Oh nein, der Arsch. So, das war der. Ja, ein Monsterzahn haben wir gekriegt. Wow. Du da oben, du kommst mal runter. Und zack. Ich würde sagen, es hat gesessen. Na, noch wer? Traut sich noch jemand? Nee. Aber wir waren gut, wir waren richtig gut. Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit, aber ich sah es. Der Kampf hat genau 26 Sekunden gedauert. Okay. Aha, dahinter. Dreh nicht durch, du kleines Zeichen. Hi. Was macht denn ein Hund hier? Hm? Ich glaube, er versucht uns etwas zu sagen. Lass mich mal genau hinhören. Ich kann einige Tiere verstehen. Du bist selbst ein Floh. Er wählt mit seinem Schwanz. Ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du hast. Hm? Was ist das? Gib mir was zu essen. Ich bin hungrig. Meine Güte. Wir haben ihn gerade erst getroffen und er bettelt schon um Nahrung. Was für schlechte Manieren. Alles klar. Ich glaube, was soll's denn? Ich bin hungrig. Ja, kennen wir. Dann, wie gehen wir denn was zu essen? Zuhören, aufnehmen. Hä? Müssen wir die Sachen jetzt zerstören? Damit da was zu essen drin ist oder so? Ja, wie fütter ich dich? Muss ich ins Menü gehen und den jetzt so füttern, oder wie? Benutzen. Ah, das funktioniert wirklich so, okay. Ich dachte, ich hätte unten links hier so eine Auswahl zum Füttern, aber die kam nicht.
Sehr schön, nur 14. Ich bin satt. Meine Herrin Fusihime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Hast du das gehört, Emi? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekriegern. Hundekriegerei. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du gehört, Emi? Ja, habe ich. Die Art, wie Fusihime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären, wären Menschen. Glaubst du, diese Flussäcke können irgendwie helfen? Hallo? Das sind unsere Abkömmlinge. So, mehr oder weniger. Hunde stammen doch vom Wolf ab und so. Deswegen, klar können die das. Die helfen uns, wie sie können. So, oh, den nehme ich auch noch mit. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann gehen wir da mal weiter. Oh, er dreht durch. Hier drinnen? Ernsthaft? Er schläft in einem riesigen Bambus. Ist das sein Ernst? Was macht denn der Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Hm? Was ist das? Gib mir was zu essen. Ich bin hungrig. Meine Güte. Warum denken diese Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Weil wir es machen. So, und zwar mit Fleisch. Sehr schön. Gleich haben wir unsere 300 und erhöhen den Magen. Ich bin satt. Du siehst ein bisschen dümmlich aus. Hundekrieger Chi. Jetzt, wo ich satt bin, würde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Emi? Sind diese Typen noch zu fassen? Nicht so richtig. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier den Part und suchen dann beim nächsten Mal die letzten drei und ja, gucken, ob die uns dann wirklich helfen können. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.